Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Coast Guard hier in eurem Lieblings-Simulator-Kanal. So, wir sollen jetzt hier das Beiboot rauslassen. Da geht's also direkt weiter mit Action. Drücke F6, um ein Reagenzglas in die Hand zu nehmen. Klick auf die Fläche auf dem Wasser, wo du die Probe aufsammeln willst. Oh! Ich frage mich, ob wir mit dem Boot einfach da reinfahren dürfen oder ob das zu gefährlich ist, aber ich nehme an, wir haben das extra dafür genommen, weil man das halt dafür nehmen kann. So, jetzt nehmen wir eine Waffe. Wasserprobe und stellen fest. Then pass that wet little baby right on over here. Can you already gauge what kind of an oil slick it is? Looks like bunker C to me. Not good. MSC, we suspect we might have a leaking ship in the area. Should we launch a search operation? Yes, we're transmitting you the search area. Coleman, we're on the lookout for an environmental offender. He seems to be dumping heavy oil into the water. Okay, I'll keep my eyes peeled. But bring that sample over here to me first. Ja, over here, wo ist denn das? Wahrscheinlich wieder zurück zum Hauptschiff, oder? Schauen wir mal. Ich weiß noch gar nicht, wie man dann da andockt. Wir sind ja hinten ins Wasser gelassen worden. Versuchen wir mal, hier so ranzufahren. Also von der Steuerung her ist das schon mal sehr schön. Was mich irgendwie an unser Transocean Let's Play erinnert. So. Aber das habe ich doch perfekt hingekriegt, oder? Ist das nämlich. So, jetzt müssen wir irgendwo die Probe abgeben. Und das Schöne hier ist ja, dass wirklich das gesamte Schiff ausge... Abstellraum, okay. Aus... Was denn, hängt da denn? Würst? Oh, lecker, guck mal, eine Riesensalami. Dass hier das alles richtig schön ausgebaut ist. Also, es ist schon... Das ist natürlich schon sehr cool gemacht. Also, wenn der Adventure-Modus dazu führt, dass, sowas dann auch immer mit eingebaut wird, dann will ich das nochmal gelten lassen. Ey, sobald wir die Tür aufmachen, ist ja ein Nebel. Boah, sieht man ja nichts. Wir hatten hier Quarz. So. Eine geschlechtsneutrale Toilette. Also die grünen Ökospinner waren ja auch unterwegs. Da ist der Doc. Der kann doch bestimmt die Probe analysieren, oder? What's up, Finn? Arbeit! I have work for you. Samples? Fingerprints? Database tests? No problem. Just put that object of yours up on the lab table, or rather, the computer, and I can explain the rest to you. Okay, ich soll das auf den Laborator-Tisch packen? Nicht. Soll ich doch, oder? Ach so, das ist ein Objekt. Das muss ich wahrscheinlich wieder aus meinem Rucksack rauspacken. Da ist die Probe. Will you manage by yourself, Finn? It can't hurt for me to know. How do I start, Larry? Turn the Bunsen burner on so its flame is very hot. Use the valve at the bottom to do so. It has to be really hot, roaring blue. Okay, als erstes drehen wir den Bunsenbrenner auf. Kann ich aber nicht. Excellent. See the big needle with the loop at one end? The one that looks like a dip net. Yes? That's an inoculating loop and your most important instrument. The next task has three steps. First, take the inoculating loop and hold it into the blue flame. That sterilizes it. You can move it by holding down the mouse button. Second, guide it into the jar of seawater to extract the sample. Third, inject the sample into the petri dish. Then we'll continue. Okay, also in die Flamme, in die Probe, in die Probe. Und dann auf die Petrischale, aber das funktioniert irgendwie nicht. Wo ist denn überhaupt der Spaten? Ist das der hier? Ich denke mal, ist der hier unten, ne? Also, gut. Also, einmal in die Flamme, dann hier rein. Hallo? Irgendwie will das nicht. Du musst mir nochmal helfen, Larry. Ich krieg das nicht hin.
Also nochmal, Probe drauf. So, dann. Ich höre auch gar nicht, ob das irgendwie reagiert oder so. Ah, dann machen wir so einen Abstrich hier drauf. Also definitiv die kleine Seite. Und jetzt können wir hier die Bakterien untersuchen, oder wie? Well, that finishes up our business here. I'll let you know when I receive the final analysis. Also so viel zum Thema. Until then, you should use the Luke Fox to start searching the area for the perpetrator. So viel zum Thema, wie detailliert das ist. So, was soll ich machen? Ich soll hier auf, wahrscheinlich raus, ne? Ich werde nicht aufgepasst. Ich habe wieder nur gequatscht und nicht zugehört. Ich gehe einfach mal zum Kapitän. Der wird das wohl wissen. Oder ich mache den Kapitän. So. Cool sieht das aus, oder? Aber wie Sie sehen... Ah, jetzt bin ich in der Schiffssteuerung drin. Ich habe jetzt echt nicht geguckt, was ich machen soll. Ich fahre jetzt einfach mal hier rein. Wenn es falsch ist, dann... MSC, this is Daniel Defoe. We'll take care of the reported water contamination. Roger. Ja, wie mache ich das? Was haben wir denn hier für Kameras? Löschmonitor, Bug, Heck, Verfolgerkamera, Tochterboot, Mast. Okay, hätte ich jetzt zugehört, wüsste ich auch, was ich machen soll. Aha. Das sieht übel aus. Ziele, zuerst ins Tochterboot steigen, die Probe zu Daniel, danach den Urheber der Verschmutzung ausfindig machen. Naja, war ich ja doch nicht ganz so falsch. Also schauen wir mal. Aber wir sind jetzt mit dem großen Boot da rein, ne? Wo wir eben noch extra das kleine genommen haben. Ist natürlich auch ein bisschen komisch. Aber vielleicht reicht das ja, dass wir mit dem kleinen Boot nur die Probe gesammelt haben. Um sicherzustellen, dass wir mit dem großen Boot nicht größerer Gefahr ausgesetzt sind. Und jetzt können wir mit dem großen Boot da rein. Tja, und jetzt müssen wir hier das Gebiet absuchen. Wir können, glaube ich, auch auf die Mastkamera. Vielleicht sehen wir da mehr. Nicht wirklich. Die Musik ist bedrückend. Am Anfang war das ja richtig epochaler Soundtrack. Ja, und wir sind hier auf der Reise durch das Ölgebiet und irgendwie ist da irgendwie alles schlierig und dreckig und bäh. Und wir finden wir den Verursacher, haben wir noch nicht gefunden. Der ist wahrscheinlich genau in irgendein... Da ist was. Ich sehe was. Na, aber mal gucken, ob er das ist. Was auch immer hier, diese Dreckschleuder. Das sieht aus wie ein... Könnte das ein... Ach so, ja. Der Story folgend müsste das ja das Schiff sein, auf dem ich total durchgedreht bin. Irgendwie. So, das ist, Finn, what the hell is that? MSC, we've spotted a fishing vessel in the fog. It seems to be drifting unmanned and looks like it's in pretty bad shape. We'll take a picture and send it over to you. Maybe you can find out if it's been reported missing. I'll get on it. Anything else? Let's dock our boat and take a look at the situation. Agreed. So. Wir wollen also mal schauen, was hier los ist auf diesem Schiff. Jetzt will ich hier erstmal beidrehen, das gelingt mir aber nicht so ganz. Nein! Puh. Moment, ich konnte doch irgendwie hier mit den... So, genau. Ich
die Motoren von Hand steuere, dann komme ich hier besser rum. Like a boss. Aber, so schlimm das Schiff auch aussieht, ne, ist trotzdem noch irgendwie Leben auf an Bord. MSC, this is Luke Fox. Bowers and I will take care of the leaking ship with the Dodger. Nein! Roger. Luke Fox hanging out with two people aboard. Here we go. So war das nicht geplant. MSC, this is Luke Fox. Bowers and I will take care of the leaking ship with the daughter boat. Roger. Luke Fox heading out with two people aboard. Aber das Wasser sieht richtig geil aus, oder? Das sah es ja auch schon in Seenotrett. Das Einzige, was ein bisschen komisch ist beim Wasser, ist, dass es sich dann bei Objekten, die auf dem Wasser liegen, das ist also offenbar eine Foliage-Plane, die als Alpha-Plane genutzt wurde, dass da sich dann halt wölbt. So, wo kann ich den jetzt hier anlegen? Normalerweise sollte doch, wenn ich anlegen kann, irgendwo dann so ein... Nein, nicht davor! Hilfe, ey! Ja, das war jetzt Stiftung Lacktest. Ob der Lack von meinem Beiboot auch hinreichende Qualität hat. Also von der Seite kommen wir schon mal nicht drauf. Das scheint ja sehr genau zu halten. Und ich bin nach wie vor gespannt, wie sich jetzt halt diese Story-Geschichte mit dem Adventure-Dings verträgt. Nee. Wie die Adventure-Geschichte vermag, den Story-Modus zu befeuern, sag ich mal. Ich bleibe da skeptisch. Das letzte Mal, wo das versucht wurde und da sich so massiv in das Gameplay eingemischt wurde, das war bei Flughafenfeuerwehr und das ist schiefgegangen. Übrigens, Astaire is inspecting the interior rooms while Bauer secures the upper deck. Anybody on board? No, it seems to have been drifting around here completely unmanned. I have the results of the water sample. Heavy oil. Schweröl ist also ausgelaufen. Und wir sollen uns jetzt hier auf dem Schiff genauer umschauen. Und es scheint ganz frisch zu sein. What the hell happened to this? Dann wollen wir mal schauen, was da passiert ist. Over and out. Good luck, Finn. Wichtig nochmal, wo wir gerade von Entdecken reden, ich habe auch herausgefunden, dass zum Release zumindest, wenn ihr das Video natürlich später seht, nicht mehr, aber zum Release zumindest gibt es dieses Spiel bei unserem Partner Games Planet 20% günstiger. 20% günstiger zum Release bei Games Planet statt 19,99. Und ja, mittlerweile, wenn ihr das Video natürlich später seht, ist es wahrscheinlich noch günstiger geworden. So, wir gehen mal an Deck, an Bord. Da ist unser Schiff. Das sieht ja schon sehr beeindruckend aus, ne? Muss man ja mal sagen. Ich würde aber erst noch gucken, ob hier noch irgendwer sich draußen rumstrolcht. Nicht, dass wir dann irgendwie davon überrascht werden. Das ist nicht der Fall. Ja, aber dieser Kahn ist echt ganz schön runtergekommen. Wenn man sich den so anguckt. Oh, und hier stinkt es aber auch nach Schweröl. Boah. Ja, in das Kapitäns-Office kommen wir nicht rein. Das sieht aber auch schon aus, als hätte es die besseren Jahre hinter sich. Dafür ist berufsgenossenschaftsfreundlich der Rettungsring noch in herausragendem Zustand. Manchmal muss man halt auch einfach Prioritäten setzen. Ja, hier kommen wir da raus, ne? Hier geht's weiter runter. Gucken wir mal eben, ob wir hier noch irgendwas mitnehmen können. Irgendwelche Gegenstände, die wir brauchen. Das sieht aber jetzt zunächst mal nicht... so aus. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, gerne zugreifen, wenn ihr das Spiel haben wollt. Link ist in der Beschreibung. Und was in diesem dunklen Keller sich verbirgt, das erfahren wir in der nächsten Folge von Coast Guard hier in eurem Lieblings-Simulator-Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.